Krankenhaus Göttlicher Heiland. 3 Tage sind seit der Geburt der kleinen Celine vergangen. Und heute darf die 16-jährige Patricia mit ihrer Tochter nach Hause gehen. Mit dabei der frisch gebackene Großvater Andreas. Ich glaube, der Papa ist super stolz drauf, Opa zu sein. Also ich bin ein stolzer Opa, natürlich. Ganz stolz bin ich. Auf meine Tochter und auf meinen Enkel. Er geht super lieb mit ihr um. Ja, ich sehe es gerne, wenn er sie so lieb hat und so. Darf ich's haben? Ich tue sie umziehen. Nein, schlaft sie. Ja, trotzdem muss ich sie umziehen, Papa. Was lass ich denn? Dass wir heimgehen können. Magst du nicht heim? Ich hab gerade so viel beim Opa geschlafen. Als Mama sein, ich weiß nicht, ob ich das schon realisiere, weil ich habe sie echt nach der Geburt gekriegt und habe gesagt, das war's jetzt. Also ich habe manch andere schließen mit der Geburt ab. Ne? Das waren die Schmerzen und jetzt haben sie ihr Kind. Und ich kann das gar nicht sagen. Ich hatte irgendwie mehr oder weniger keine Geburt, weil so arg fand ich es nicht. Und da auf einmal ein Baby einfach so geschenkt kriegt, es ist unglaublich irgendwie, dass mein Kind ist. Also es ist noch sehr unrealistisch, ich weiß nicht, wir haben uns schon super eingelebt und so, also ich liebe sie und so, aber es ist, ich weiß nicht, ich glaube, das realisiert man erst mit der Zeit, wenn sie dann ein bisschen mehr tut und macht und so, und ich freue mich schon aufs erste Mal, wenn sie Mama sagt, also das wird das schönste Moment werden. Doch das mit dem Mama sagen wird wohl noch einige Zeit dauern. Für das Teenie-Girl Patricia beginnt nun der Alltag als Mutter. Und somit warten viele neue Herausforderungen und Aufgaben auf die 16-Jährige. Das Spital verlassen zu können, vor allem mit der Celine verlassen zu können, war super. Also das erste Mal draußen und dann gleich Sorgen. Und der Wind geht und ob sie sich ja nicht verkühlt und so. Nah. Aber super. Ui. Endlich zu Hause. Ist die Celine hier zu Hause ab jetzt? Ja. So brav war sie, gell? Mhm. Und beim Auto und so. Das wird sich in den nächsten Tagen alles zeigen, wie brav die Celine ist, ob sie durchschlaft, ob sie around the day ist, agrantig ist. Wir werden alles sehen. Kinder sind verschieden und ja. Aber da muss die Patricia und die zusammenhalten und durchbeißen. Aber wenn da eine Nähe mitkommt vom Bundesheer, dann muss da eine genauso reinbeißen. Das Laufen hast du recht. Was geht die ganze Nacht? Und wenn sie in der Nacht schreien sollten, dann ist die Patricia da, das ist die Mama. Der Opa wird schlafen. Schauplatzwechsel in den 15. Wiener Gemeindebezirk und somit zur 16-jährigen Patricia. So, mein Schatzi. Komm, gib dir bitte ausprobieren. Hast du schon ihr Bett gezeigt? Du willst ausprobieren. Dann sag ich gleich, dass ich schlafen bis morgen in der Früh durch. Dann gib dir bitte, hä? Ich habe alles schon vorbereitet. Also es ist alles da, Badewanne, es ist da, alles. Sie hat sogar Essen, falls meine Milch nicht sättigen sollte. Also, ja, na, einfach alles da. Patricia hat schon lange vor der Geburt ihr Kinderzimmer babygerecht umgestaltet, damit der kleine Goldschatz Celine sich gleich von Beginn an rundum wohlfühlt. Gitterbett, ein ganz ein großes, nur für dich. Schau mal. Das ist ja riesig, das Bett. Hä? Ich hoffe, dass Celine gefällt ihr Gitterbett, aber ich glaube, mehr oder weniger gefallen. Sie liegt halt drin und schlaft da. Ja. In der Nacht haben wir noch ein Glühwärmchen, das leuchtet. Wenn ich sie anschaue, ich weiß nicht, voll komisch, da denke ich mir immer, sie ist so riesig und die war in meinem Bauch drinnen vor 3 Tagen noch. Wie sich das überhaupt ausgeht da drin, ehrlich. Bist du müde? Ja. Dann gute Nacht. Urschön, wenn sie da im Gitterbett liegt, war. Da strahlt unsere Jungmama. Und bei der hübschen Prinzessin hat sie auch allen Grund dazu. Ich hab dich lieb, meine Maus. Ich hab dich lieb.
die Selin ist alles für mich, also wirklich das Allergrößte für mich. Sie ist, ich glaube, das gibt es nur einmal sowas. Außer also, es kommt ein zweites Kind, aber vermute ich in nächster Zeit nicht. In Patrizias Kinderzimmer ist der Alltag eingekehrt. Das tust du jetzt wirklich nochmal? Wieso nicht? Der Hocken. Ja, du könntest ruhig auch einmal wickeln, hm? Nein, gewickelt habe ich noch gar nicht. Ja, ich glaube, dass ihm das Wickeln deshalb unangenehm ist, weil er es noch nicht kann. Also, er hat es ja noch nie gemacht, also wirklich bei gar keinem Baby. Schauen wir mal, ob es überhaupt dazu kommt, dass ich sie mal wickele. Ich glaube, das wird er auch noch machen und lernen. Das biege ich schon irgendwie so hin, dass ich es nicht machen muss. So, restliche Hocken gehört wieder dir. Bitte schön. Es bleibt wieder uns zwei übrig, hm? Das bleibt wieder uns zwei übrig. Ich mag einfach nicht wickeln, Karin. Will ich nicht. Dafür sind die Mütter da. Ach ja? In welchem Jahrhundert leben wir nochmal? Oder besser gefragt, in welchem lebt wohl René? Zuschauen beim Anziehen, Schatzi. Ja, bin ich schon oft genug. Ja, dann könntest du es einmal versuchen, hm? Dein Papa, ich sag da, der ist so voll. Hm? Der ist so voll, dein Papi, Mädchen. Ja, okay. Ja, wenn ich müde bin, bin ich schon voll. Da will ich nur im Bett legen und nichts tun. Also. Aber sonst bin ich eher aktiver. Ach, so ist das. Na dann, bitte. Schau, das. Schatzi, kommst du noch bitte jetzt her? Wieso? Sonst wächst mich in der Nacht wieder auf, kannst dir die Nase eintropfen. Bin nicht so gemein und tue ihr weh. Das tut dir nicht weh, die Nase eintropfen. Wo sind die? Da stehen sie. Ja, was brauchst du mich dann? Dass du zuschaust, dass du heute in der Nacht nicht wieder mich aufwächst fürs Naseeintropfen. Ich weiß nicht, wie es geht. Wieso tust du es denn nicht? So? Ich weiß, wie das bei mir immer Arsch war als Kind, darum will ich das nicht bei ihr machen. Ich hätte trotzdem gern, dass du das jetzt machst, Schatz. Okay. So. Ich wollte einfach, dass er jetzt macht, weil in der Nacht hat er mich eben aufgeweckt und hat gesagt, ja, gib du ihr Nasentropfen. Da habe ich mir gedacht, kann er das nicht selber machen, ne? Im Ganzen? Einen ganzen Sprühstoß, ja. Das ist ja urfühlig. Ja. Ich kann nicht so gemein sein zu ihr. Ich mache nur die lieben Sachen bei ihr. Die bösen, schlimmen, die macht die Mami. Aber ja, jetzt hat er es geschafft. Und in der anderen auch noch. Und so jetzt geht's, holst du mir den Rest ihres Lebens. Sicher. Gemeine Papa, ha? So ein gemeiner Papa ist du. Wenn du dir die Nase eintropfen, dass du wieder Luft kriegst, ha? So. So, ah, das ist dein Reich. Ja, unser Reich. Das ist aber schön, also euer Reich, na klar. Ja. Weil ist das fein hier. Also hier wohnst du also. Mhm. Schau mal, was deine lieben Eltern da alles hergekriegt haben. Wer ist denn der Hauptwickler bei euch in der Familie? Absolut nur du? Ich. Hast du schon einmal gewickelt? Geh, probier's einmal. Vielleicht gemeinsam. Ich helfe überall, wo es geht. Außer wickeln, das mag ich nicht. Komm her, du gibst mir jetzt einmal die Windel. Die kannst du mir schon geben. Da liegt deine Windel. Die gibst mir, die machst du mal auf. Genau. Hinten aufmachen. Ich zieh sie aus, du schiebst die Windel, die frische, drunter. Genau, ich heb sie einmal hoch. Na schau, super. Ganz richtig gemacht. Ich hab's dann doch gemacht, dass ich mehr Ruhe habe. Also. Wenn ich's dann nicht gemacht hätte, hätte die Diskussion nur noch länger dauert. Also. Aber ich's halt dann gemacht. Na bitte, geht doch. Herzlichen Glückwunsch. Super hingekriegt.
Ich finde es super, dass der René dann doch gewickelt hat bzw. versucht hat. Und ja, na, ich fand ja eh super. Ne? Kann man ja gar nichts sagen. Ich bin halt der Super-Daddy. Gibt keinen besseren als mich. Und wer füttert sie? Das machst du. So. Der René, der gefällt mir ganz gut. Das ist zwar ein sehr schüchterner Typ, der nicht allzu viel von sich preisgibt. Vielleicht ist er auch noch ein bisschen unsicher in all diesen Dingen. Und das steht ihm absolut zu. Also in dem Alter Vater zu sein, sind ja die erwachsenen Väter auch unsicher. Also steht dir sehr gut, diese Kleine. Und wie fühlt sich das an, das Papa sein? Tja, ganz normal. Das macht ja Spaß, gell? Ja. Ich weiß nicht, was ist, wenn man Hunger hat. Und man dann endlich was zum Futtern kriegt. Mhm. Und wie ist das in den Nächten? Schläft sie? Genau, gar nicht. Und der Tag schläft sie und in der Nacht ist sie. Ja. Und du schläfst schon auch da. Das heißt also, du er übernimmt sie bis 4 Uhr in der Früh und dann ich. Das wollte ich gerade fragen, wie habt ihr das organisiert? Der Schichtdienst war auch meine Idee, dass wir das bei der Kleinen so machen. Weil wenn man wach ist oder so, ist auch nichts anderes. Der macht's von da bis da und dann kommt der Nächste und der macht wieder die Uhrzeiten. So machen wir das bei der Kleinen, ganz dezent umsetzen. Also ein Baby ist auch eine Herausforderung, gell? Ja. Mhm. Ja, aber offensichtlich, also was ihr organisatorisch macht, ist toll. Ihr löst das wirklich miteinander. Was für mich so einen guten Eindruck macht, ist, dass dieses junge Paar, also die Patricia und der René, wirklich versuchen, sich gut zu organisieren. Also das sprechen die miteinander ab. Und das glaubt man gar nicht, dass die jungen Leute das so gut hinkriegen. Also das gefällt mir sehr gut. Ja, das fand ich voll super, dass sie gar nichts zum Aussetzen hat. Also ich bin wirklich urstolz. Ja, sicher ist geil, wenn man von einem Experten Lob kriegt. Oder? Ich weiß ja, dass ich es kann. Hallo, hallo. Grüß dich. Hallo, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Und wie geht's dir mit Enkelin, Tochter? Stressig? Ist anstrengend? Na ja, freilich ist eine Umstellung. Ja, na ja, klar. Es ist kein Platz, das ist nicht mal. Es ist eng, ja, ja. Aber ihr habt euch gut eingerichtet, also. Na ja, wir haben das Bestmöglichste daraus gemacht, nicht? Aber das meine ich, ja. Wie hat die Patricia Wohnung gekriegt? Also wir leben im Moment zu dritt im Kinderzimmer. Ist recht eng, aber mit viel Liebe und Geduld geht sich das alles aus. Wir haben früher gewohnt auf einer kleineren Wohnung, zu viert, zu fünft, ja. Mit Hund, Katz noch dazu, und das ist auch gegangen. Wenn man will, geht alles. Eben, eben. Ihr macht das schon. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich würde mir so sehr für diese Familie wünschen, dass sie erstens einmal eine Wohnung bekommen. Ja, für die Zukunft wünsche ich mir nur ein sorgenfreies Leben. Dass sie nicht am Existenzminimum nagen müssen, sondern wirklich auch sich entsprechend einrichten können. Und ein gesundes Kind. Dass sie so brav bleibt, unter Anführungszeichen, und dass sie bald in der Nacht schlafen lernt. Und auch, dass es dem Großvater wirklich irgendwann gut geht. Also organisiert euch weiter gut und du wirst ja Wohnung kriegen.